Hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel von Marcia Worms gegen SV Auersmacher. Sie wird Ihnen präsentiert von Rowe Motoröl. Das Spiel endete mit 2:0 für Marcia Worms vor 731 Zuschauern. Ich begrüße ganz recht herzlich und die beiden Trainer, Herr Stefan Otte und Benny Früh. Herr Otte, Ihre Spielanalyse bitte. Ja, von meiner Seite auch erstmal nochmal Hallo zusammen. Was gibt's zu sagen? Also wir sind nach einer Viertelstunde haben wir schon 2-0 zurückgelegen. Das war sicherlich nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Ich denke, gerade so die Anfangsphase mit den beiden Toren, wo wir unachtsam sind, hat uns dann auch so insgesamt in den Stecker gezogen. Wir wussten, dass Worms von Anfang an Gas geben wird, um hier auch frühestmöglich Tore zu erzielen. Momentan sind wir leider in so einer Phase, wo uns insgesamt so ein bisschen Spielglück fehlt. So bezeichnet die erste Halbzeit, wo wir das Ding dann nochmal von der Linie geklärt bekommen nach dem Kopfball. Natürlich hatte der Gegner auch immer noch Chancen gehabt. Und auch in der zweiten Halbzeit wirklich absolut bezeichnend, diese Situation, wo wir allein vom Tor stehen, Pfosten treffen und uns dann selbst anschießen. Es soll irgendwie nicht sein, dass wir da zum Erfolgserlebnis kommen, was für uns ganz, ganz wichtig ist. Aber ich denke, wenn man es insgesamt betrachtet, war es ein verdienter Sieg für Worms, die sicherlich nach dem 2-0 auch ein bisschen einen Gang rausgenommen haben und verwaltet haben, auch ihre Torchancen hatten, wo wir dann auch vielleicht noch höher im Rückstand geraten können. Und so gegen Ende hat man gemerkt, dass Worms noch das macht, was sie machen müssen, wenn er 100% gibt. Bei uns war so ein bisschen der Akku leer und konnten da dann halt auch nichts mehr entgegensetzen. Vielen Dank, Herr Otto. Benni, deine Spielanalyse. Von mir auch Hallo in die Runde, auch wenn sie heute ein bisschen kleiner ist als letzte Woche, Mittwoch im Pokal, gegen Gudenhof, Entschuldigung. Unser Ziel war es natürlich, gegen einen kompakten Gegner, der mit der Fünferkette spielt, recht schnell ein Tor zu erzielen. Das haben wir auch dann ziemlich schnell mit Dalge und mit Niklas war es dann, glaube ich, im Endeffekt nach 14 Minuten eigentlich gepackt. Und dann hast du eigentlich schon eine ganz gute Konstellation erarbeitet gegen einen Gegner, der vielbeinig und eigentlich gut verteidigt. Auersmacher ist eine Mannschaft, die sich sehr über Zweikämpfe definiert. Und wir kommen dann 2:0 in Führung, aber dann hat man leider so gemerkt, dass wir eigentlich recht früh nur das gemacht haben, was wir eigentlich machen mussten. Klar hatten wir noch unsere Torchancen, hatten aber auch einmal Glück, als die Kopfballchance von Bierster von der Linie geklärt wird. Wenn da so ein Tor reingeht, kann es natürlich immer wieder blöd laufen, weil wir haben eigentlich nicht viel zugelassen in der ersten Halbzeit, aber so Momente kann natürlich dann eine Mannschaft, die in Rückstand gerät, deutlich wieder ins Spiel zurückbringen. Es ist dann in der Halbzeit klar kommuniziert worden, dass wir aufs 3 oder aufs 4-0 gehen wollen, dass wir nicht zu schlafmützig aus der Kabine kommen wollen. Klar, es sind Temperaturen draus, die schwer sind. Und wir wussten halt, oder die Mannschaft wusste auch, dass es immer so sein kann, wenn Auersmacher ein Tor macht, dass es wieder eklig wird. Das ist im Fußball einfach so. Und 2-0 ist immer so ein bisschen trügerisches Ergebnis. Aber dann als die Chance von Auersmacher, wo der Posten uns rettet, nicht reingemacht wurde, ist, wussten wir eigentlich, dass an dem Tag Auersmacher auch kein Tor machen kann. Oder das heißt, dass Auersmacher an dem Tag kein Tor machen wird. Und wir hatten dann auch noch Umschalter mit Max Petzer, glaube ich, 3 gute Chancen mit Umo Zentürk, wo das durchaus dann auch höher ausgehen kann. Trotz alledem, wir haben 2:0 gewonnen, wir haben 0 gespielt. Das gab es, glaube ich, in Worms auch noch nicht so oft in der letzten Zeit. Ist immer auch gut für einen Torwart, der immer in den letzten Spielen auch immer ein dummes Tor gefangen hat. Wir haben wieder gewonnen. Ja, wir haben jetzt mit Pirmasens punktgleich auf dem 3. Platz. Das ist gut. Wir haben uns ja gesagt vor Karbach, dass wir eine Erfolgsserie anstoßen wollen, auch bis zum Schluss fortsetzen wollen. Wir haben noch 2 Spiele jetzt in Dieflen, wo wir auch natürlich hinfahren, um zu gewinnen. Und dann haben wir noch ein Heimspiel gegen Arminia und dann ist die Runde ja auch schon vorbei. Aber wie gesagt, Ziel ist es jetzt noch, aus den 2 Spielen 6 Punkte zu holen. Und ich habe es ja schon mal gesagt, da haben wir einigermaßen persönliche Runde gespielt und dann gucken wir, was dann zur neuen Runde geht. Ansonsten einen guten Resttag und dann sehen wir uns wieder gegen Arminia. Dann in 2 Wochen, vielleicht auch ein bisschen früher,
je nachdem, wie wir das Spiel oder ob das Spiel verlegt werden kann. Ansonsten ein guter Tag noch. Danke, Benny Früh. Gibt es Fragen der Presse? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Herr Rotte, vielen Dank. Ihnen eine gute Restrunde in Ihrer Mannschaft. Benny, nächsten Freitag geht es weiter in Dieflen. Genau, Ihnen allen ein schönes Wochenende noch. Tschüss, das war die Pressekonferenz. Die wurde Ihnen präsentiert von Robo Motoröl. Dankeschön, tschüss. Ja, ja.